Sachsen-Anhalt. Heimat bedeutender Zeugnisse deutscher, europäischer und der Menschheitsgeschichte. Die 3600 Jahre alte Himmelsscheibe. Gefunden unweit von Nebra. Sie zeugt von der Frühbronzezeit als Epoche bahnbrechender Innovationen, deren Zentrum hier lag, in unserer Region. Quedlinburg. Mit Stiftskirche, Schloss und Altstadt. Im Mittelalter geprägt von starken Frauen, den Äbtissinnen des Damenstiftes. Das thront noch heute über der Stadt. Über 2000 Fachwerkhäuser aus 8 Jahrhunderten sind hier zu bestaunen. Der Naumburger Dom zählt zu den bedeutendsten Sakralbauten der Welt. Er bietet alles doppelt. Zwei Baustile, zwei Chöre, zwei Lettner, vier Türme. Und der Naumburger Meister hinterließ hier seine weltberühmten Skulpturen. Hinter jedem großen Mann verbirgt sich eine starke Frau? Hinter Luther auf jeden Fall. Katharina von Bora besorgte Haus, Hof und Familie in Wittenberg und war ihm zugleich ebenbürtige Gesprächspartnerin. In Luthers Geburts- und Sterbestadt Eisleben entstand das erste Museum, das nur einer Person gewidmet war, dem großen Reformator. Mit dem Gartenreich Dessau-Wörlitz wollte Fürst Franz sein Land verschönern und das Volk bilden. Deshalb durften die Untertanen, seinerzeit unerhört, die englischen Parkanlagen des Fürsten betreten. Wie wollen wir leben? Praktisch und schön. Kaum eine andere Schule hat Design und Architektur auf der ganzen Welt so beeinflusst wie das Dessauer Bauhaus. Seit einem Jahrhundert. 5 Kulturstätten, ein Biosphärenreservat und wertvolle Dokumente zeichnete die UNESCO als Welterbe der Menschheit aus. Kommen Sie staunen!